Wer immer im Monat Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Lohn fastet, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte dasselbe über das Gebet in Laylatul Qadr. Wer immer Laylatul Qadr aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Lohn im Gebet verbringt, dem werden alle seine vergangenen Sünden vergeben. Was macht nun den Ramadan so einzigartig? Warum sind die Ibadat im Ramadan so wertvoll? Ramadan umfasst jeden einzelnen Aspekt deines Iman. Denkt an Arkanul Iman, den Säulen des Iman. Denkt an Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet a.s. überliefert uns im Hadith Qudsi die Worte Allahs. Alle Handlungen des Sohnes Adams sind für ihn, außer dem Fasten. Es ist für mich und ich belohne ihn dafür. Das bedeutet, das Fasten ist ein großer Beweis der Aufrichtigkeit. Denn niemand sieht dich während des ganzen Fastentages. Es ist zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Er umfasst diesen Aspekt des Iman genauso, wie er den Aspekt des Iman in die Engel umfasst. Warum? Wegen der immensen Anzahl der Engel, die während des Ramadan aktiv sind. Jibril a.s. und alle Engel steigen hinab, insbesondere während Laylatul Qadr. Einer der Gründe, warum sie Laylatul Qadr genannt wird, ist, Qadr bedeutet begrenzt, der Raum ist begrenzt. Wegen der enormen Anzahl der Engel, die während dieser Nacht hinabsteigen. Der Ramadan umfasst auch deinen Iman in die Bücher. Er ist der Monat des Koran, denn das ist der Monat, in dem der Koran offenbart wurde. Er umfasst deinen Iman in den Propheten, denn dein Fasten hast du von ihm, sallallahu alaihi wasallam, erlernt. Du versuchst während dieses Monats, während des Ramadan, wie der Prophet a.s. zu werden. Und wie du weißt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur auf das Essen und Trinken verzichtet. Gleichzeitig hat er die besten Verhaltenszüge. Er umfasst ebenso deinen Iman in Yawm al-Qiyamah. Denn die Belohnung für dein Fasten wirst du am jüngsten Tag erhalten. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Fastende hat zwei Freuden. Eine, wenn er sein Fasten bricht und eine, wenn er seinen Herrn trifft. Und der Geruch aus seinem Mund ist Allah lieber als der Duft von Moschus. Das Bewusstsein, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala treffen werde, ist wohl die größte Motivation im Laufe des Fastentages. So verschafft der Hunger und Durst Zufriedenheit am Tage des Gerichts. Und das umfasst auch deinen Iman in Qadr und Qadr. Deinen Glauben an Schicksal und Bestimmung. Das ist eine Zeit, in der du zu Allah subhanahu wa ta'ala aufschaust, in der du Dua machst, insbesondere während Laylatul Qadr, während der Nacht der Bestimmung, der Nacht der Macht. Denn ein besonderes Ereignis findet in dieser Nacht statt. Die Bestimmungen für das kommende Jahr werden von den Engeln während dieser Nacht niedergeschrieben, während Laylatul Qadr, für das gesamte kommende Jahr. Während dieser Nacht wach zu bleiben und zu Allah subhanahu wa ta'ala zu beten, hat direkten Einfluss auf alles, was dir im kommenden Jahr widerfahren wird. Der Ramadan ist ein einzigartiger Monat der Ibadat, denn er umfasst alle Säulen des Iman. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman im Ramadan stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Abidun machen und nicht zu jenen, die nur im Ramadan ihre Ibadat verrichten.